Ja, Treffenwald. Es gab wohl einen Artikel in der heimischen Presse, der bei der Dominialverwaltung nicht so gut angekommen ist. Das war der Grund des heutigen Treffens. Warum? Ja gut, es ist ziemlich einseitig berichtet worden über angebliche Kahlschläge, aber das Szenario, was wir heute vorfinden, ausgelöst durch die Klimakrisen in den letzten Jahren, das ist ja ein vielfältiges Szenario und eine Jahrhundertaufgabe. Und da muss man sich auch dezidiert mit auseinandersetzen. Da gibt es viele Stellschrauben und viele Aspekte, die berücksichtigt werden müssen. Das fängt bei so lapidaren Dingen an, meint man halt wie Arbeitsschutz und hört auf bei der Erholungsfunktion des Waldes. Zu berücksichtigen ist natürlich auch, wir haben es mit Wirtschaftswald zu tun. Und das alles müssen wir subsumieren unter der großen gesellschaftlichen Aufgabe des Klimaschutzes und des Klimawandels. Und insofern kann man das nicht einseitig betrachten, sondern muss Wege gehen, Wald und Natur und Menschen gemeinsam zu entwickeln. Ja, Herr Block, Dominialverwaltung steht bei Naturschützern noch ein bisschen unter Beschuss, haben wir eben gehört in einem Artikel. Warum nur die Dominialverwaltung? Der LWV hat im Prinzip dasselbe gemacht an einer anderen Ecke. Das hat Waldbaugründe, warum man das macht. Ja, wir als großer Waldbesitzer stehen da natürlich im Fokus der Öffentlichkeit, sind uns da bewusst, aber wir machen das ja aus gutem Grund. Wir entnehmen die abgestorbenen Fichten einmal, um Borkenkäfer-Kalamitäten auch einzudämmen, um Nachbarbestände zu schützen, aber auch um den Wald der Zukunft aktiv gestalten zu können. Auf diesen Flächen, die jetzt durch den Borkenkäfer und die Trockenheit abgestorben sind, die großflächig aus Fichte bestehen. Leider sterben uns auch andere Baumarten wie die Buche durch diese Klimaextreme leider im großen Stil ab. Aber auf diesen Fichtenflächen wollen wir ja einen aktiven Baumartenwechsel einleiten und da einen stabilen Mischwald für die Zukunft gestalten. Und dazu ist es für uns wichtig, dass wir diese Flächen von den toten Fichten räumen, damit wir da aktiv arbeiten können. Wenn wir die stehen lassen, können wir auf diesen Flächen mit unseren Mitarbeitern oder Unternehmen in den nächsten Jahren nicht mehr arbeiten, weil die Gefahr der zusammenbrechenden, herabstürzenden Bäume für die Menschen darunter dann viel zu groß ist. Und wenn wir da nicht aktiv arbeiten können, wird sich da unter den Fichten die Fichte wieder verjüngen. Da sind ganz viele Samen der vorhergehenden Generation der Fichte im Boden, die keimen und wachsen, was ja grundsätzlich gut ist. Aber die Fichte ist eine sehr, sehr dominante Baumart, gerade in der Jugend gegenüber anderen Baumarten, die auch viel lieber vom Wild verbissen werden als die Fichte. Sagen wir mal, die Tanne, die Buche, die Eberesche oder andere Laubbaumarten werden eher vom Rehwild gefressen als die Fichte. Und wenn ich diese Bestände dann einfach wachsen lasse, wird auf vielen, vielen Standorten unter den abgestorbenen Fichten sich wieder ein fichtendominierter Wald entwickeln. Und das ist ja nicht der Wald, den wir auf vielen Standorten als klimastabil erachten, sondern wir haben die Aufgabe, den Wald umzubauen, klimafit zu machen. Und da müssen wir eben auf Mischung, auf verschiedene Baumarten, auf verschiedene Strukturen setzen. Und das würde sich leider unter diesen Fichten, wenn wir sie nicht räumen, natürlich zumindest in der ersten Waldgeneration nicht so einfach entwickeln. Da würde die Fichte relativ gleichförmig wiederkommen und das ist ja nicht das Ziel. Und deshalb müssen wir auf diesen Flächen aktiv arbeiten, um den Wald der Zukunft klimafit zu gestalten. Waldumbau, ein sehr schönes Stichwort. Wenn man in die Forstgeschichte hineinguckt, Mitte des 19. Jahrhunderts fing der riesige Bedarf an Holz an, Dampfmaschinen kamen, später dann der Bergbau, man brauchte schnell wachsendes Holz. Dazu kamen dann zwei Weltkriege, wo der Wald als Reparationszahlung und als Rohstofflieferant diente. Und bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts hinein der Bauboom, Wiederaufbau.
jetzt hat man das erkannt, Ende der 80er Jahre, Wald muss umgebaut werden, weg von monotonen Plantagen hin zum Mischwald. Aber Waldumbau dauert eben nicht 20, 30 Jahre, sondern wir reden hier über 100, 150, 200 Jahre. Das heißt, was Sie jetzt planen, wird erst in 100, 150 Jahren sichtbar sein. Das ist genau der Punkt. Also wir sind ja nicht in der Landwirtschaft, wo ich, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe im Anbau, im nächsten Jahr das besser machen kann, sondern wir leben von dem, was im Grunde genommen unsere Urgroßväter zwischen den Weltkriegen oder sogar noch davor oder auch in der Nachkriegszeit angepflanzt haben, aus den damaligen Beweggründen und wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die liegen ja heute ganz anders als früher und Waldumbau ist ja nichts Neues. Sie haben das angesprochen, seit 30 Jahren wird das in der Domanialverwaltung aktiv betrieben, dass man eben in Fichtenreihenbestände Buchen eingebracht hat durch sogenannten Buchenvoranbau. Die sind jetzt eben nach 30 Jahren 10, 12 Meter hoch und noch nicht bestandesprägend. Ohne solche Katastrophen wie jetzt oder einen aktiven Kahlschlag, den man aber ja auch nicht machen würde, dauert eben Waldumbau, die Wechsel einer Baumart oder auch Einbringung von Mischung, eben ein oder zwei Waldgenerationen, also 100 bis 200 Jahre, bis man dieses Ergebnis wirklich sehen kann. Das ist, glaube ich, ganz vielen nicht bewusst, dass Waldumbau nicht von heute auf morgen geht, sondern eine Generationenaufgabe ist. Die Situation jetzt bringt uns in die Lage, ist eine Riesenchance, die wir jetzt nutzen können, den Wald der Zukunft aktiv zu gestalten und eben nicht die Fehler der Vergangenheit zu machen, sondern Mischbestände und strukturreiche Bestände zu gründen, die sich aus einer Mischung aus Naturverjüngung, die ganz, ganz wichtig für uns, für den Wald ist, aber auch aktiven Einbringen von klimastabilen Baumarten durch Pflanzung oder Saat eben in Mischung mit der Naturverjüngung Sinn macht. Dadurch kann es uns gelingen, wirklich strukturreiche, ökologisch wertvolle, stabile und auch ertragreiche Wälder in der Zukunft zu gestalten. Diese Aufgabe haben wir vor uns, die wird aber aufgrund der Größe der Fläche, die jetzt entwaldet ist, uns die nächsten 15 Jahre beschäftigen. Corona lässt viele Menschen zurück zur Natur gehen. Man interessiert sich wieder mehr für die heimische Region, für Wald und Feld. Und dazu kommen auch Rückflüsse an die Kommunen, an die Förstereien, an die Domanialverwaltung. Und man hat vor, in Zukunft die Menschen hier aus unserer Region besser zu informieren und mehr einzubinden in Form eines Fördervereins. Jawohl, also das ist ja grundsätzlich eine positive Sache, dass das Interesse am Wald sehr groß ist momentan. Wald ist eine der prägenden Landschaftsformen in unserem Landkreis und eins unserer wertvollsten Naturgüter. Und die Ansprüche an den Wald sind groß und verschiedenartig. Und der Wald ist in den Fokus gerückt durch diese Katastrophe und auch durch die Corona-bedingte Beschäftigung mit der eigenen Region und Verlagerung der Freizeit in die Natur. Es sind da viele, viele Anfragen an uns herangetreten worden, wie können wir den Wald unterstützen, wie können wir euch als Waldbesitzer helfen, um das strukturiert und gut machen zu können, um Spendern da eine attraktive Plattform zu bieten, werden wir im Rahmen der Kommunalwald GmbH einen Förderverein gründen, wo solche Projekte eben aktiv mit Geldmitteln oder auch mit Arbeitskraft und Aktionen unterstützt werden können, wo wir gezielt Veranstaltungen machen können, die den Wald und die Hintergründe der Bevölkerung noch mal näher bringen und wo wirklich ein Mehrwert für den Wald geschaffen werden kann. Vielen Dank.